Entwicklung in Barcelona, Produktion in Portugal und Service aus Deutschland. Das ist relativ selten. Und dann noch etwas. Ein Fully, also ein vollgefedertes Mountainbike und ein Klapprad. Hä? Klapprad und Fully Mountainbike, das passt nicht zusammen. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Ich bin Boris und freue mich, dass ihr dabei seid. Heute hier im Check das Legend Aetna. Also wie gesagt, ein Fully Mountainbike mit Federung vorn und hinten und Klappradmechanismus. Wie das zusammenpasst, das checke ich zusammen mit Carsten in diesem Video. Außerdem ein schnelles Unboxing, die Montage und mein Fahrcheck. Und natürlich gehe ich mit dem Teil ordentlich in den Wald. Aus dem großen Karton habe ich es schon befreit und jetzt schauen wir mal hier rein, was gibt es hier alles. Also als erstes mal iWalk Trio Quick User Guide. iWalk, das ist die Bedienung, die ihr am Lenkrad habt, zeige ich euch später. Dann eine Bedienungsanleitung in Englisch, in Spanisch und in Deutsch. Schauen wir mal einmal kurz rein. Das ist sehr übersichtlich mit Bildern. Aber damit befasse ich mich gar nicht. Das macht Carsten. Hier, deine Bedienungsanleitung. Komm, kannst du gleich. Ja, nachher in der Montage. So, komm mal her zum Papa. Ja, geh da durch. Aber jetzt guck einmal bitte in die Kamera, sonst sehen die Leute nur deinen Popo. Ja, wie denn? Guck mal da auf den Monitor. Dein Kopf ist ab. Der Carsten, bitteschön. So, und jetzt schleich dich wieder. Okay, die Bedienungsanleitung. Carsten liest schon. So, und dann packe ich mir mal hier die große Packung. Einmal hier so ein paar Sticker. Walkshocks zum Beispiel, die Federungselemente. Dann haben wir hier zwei Pedale. Das gefällt mir schon mal gut. Kein Kunststoff, sondern hochwertig. Und hier vermutlich das Ladegerät. Und da bin ich gespannt, was wir hier für eine Ladeleistung haben. Das fällt hier gleich runter? Nein. Also schneller Blick. Okay, mit 2 Ampere ladet ihr. Schade, 3 Ampere wären besser, dann geht es schneller. Das checken wir später. Und dann gibt es hier noch das Kabel, Netzkabel. Und was haben wir hier noch? Ja, einfach die Bedienungsanleitung zum Ladegerät. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal den gesamten Schutz hier ab und dann Carsten mit der Montage. Aber ich sehe schon, das wird relativ schnell gehen. Es ist doch keine Atomwissenschaft. Kannst du meiner alten Dame helfen? Na, selbstverständlich. Es ist doch keine Atomwissenschaft. Was machst du denn da? Du brauchst doch gar keine Bedienungsanleitung, oder? Nee, ich denke nicht. Was ist das? Das ist die Rückleuchte. Andere befestigen damit das Rad. Das ist nämlich ein Schnellspanner. Das ist der Schnellspanner, ach so. Ja, dann würde ich sagen, wer Tech for Fun kennt, weiß, dass ich mich jetzt hinlege, bisschen Reste, Pause mache, chille und dich ackern lasse. Und ich sage, schleich dich. Okay, sehr viel haben wir jetzt wirklich nicht zusammenzubauen. Schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Pedalen wären schön. Ja, wo sind denn die Pedalen? Wo sind denn die Pedalen? Ist denn schon USA? Aber weißt du, was mir noch auffällt? Hast du Werkzeug gesehen? Nein. Es gibt gar kein Werkzeug. Dann müssen wir in unsere Spezialwerkzeugkiste. Da finden wir alles, was wir brauchen.
Fertig. Mupsi, fertig. Bitte wer? Mupsi. Mupsi? Ja. Wer ist denn bitte Mupsi? Na du. Ich bin nicht Mupsi. Natürlich. So, nach 45 Minuten, so lange hast du gebraucht? Nein, sag mal, wie lange hast du gebraucht? Es ging ratzfatz. Also, was heißt ratzfatz? Drei Minuten. Und? Ist das jetzt einfach oder ist das, sag ich mal, weil die Gewinde nicht besonders dolle sind? Naja, viel Gewinde war ja nicht, nur die Pedale, nicht? Also es war nur die Pedale anzubringen und das hat funktioniert. Sehr gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, es war kein Schraubenschlüssel dabei. Ein 15er Maulschlüssel fehlte. Gut, den kann man haben, kann man aber auch mitliefern. Das Vorderrad ließ sich super leicht einführen. Beim allerersten Mal, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Beim allerersten Mal. Aber vielleicht liegt es auch an deinem Talent. Na, wir werden immer besser. Ja. Aber das ist auch ein hochwertiges Bike. Das weiß ich noch nicht genau. Ich glaube das auch auf den ersten Eindruck. Also zumindest auch die Komponenten klingen schon mal super. Und so wie es aussieht und es sich anfühlt, denke ich das auch. Aber den Beweis muss es erst noch antreten. Aber den Fahrtest, da will ich auch mal rauf. Thomas. Sagen wir noch was? Nö. Schön ist das. Wollen wir es so jetzt lassen? Es sieht echt toll aus. Also man könnte es sich auch irgendwie einfach so hinstellen, so wie so ein cooles Kunstwerk. Also schön verpackt. Wo ist denn das verpackt? Die Verpackung ist schon längst weg. Ja, aber das kriege ich ja selbst in mein Smart. Ach, das meinst du? Geklappt. Seit wann hast du ein Smart? Den kaufe ich mir wieder. Mutti hat mir den weggenommen. Okay. Okay. So, da steht's nun. Fertig aufgebaut. Ich muss wirklich sagen, wow, das Ding sieht echt richtig aggressiv aus. Und kompromisslos. Warum kompromisslos? Naja, Rückleuchte fehlt. Frontleuchte fehlt. Klingel fehlt. Schutzblech vorn, Schutzblech hinten fehlt. All das natürlich kein Problem, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Allerdings auf der Straße, ja, müsstet ihr euch zumindest so eine kleine Klingel besorgen und Vorder- und Hinterrücklicht. Das ist ganz wichtig. So, aber jetzt schauen wir hier mal. Rahmenhöhe 51 cm. Wir fangen hier vorne an. Ach, was für ein schöner Name. RockShox. Federgabel mit Lok, 100 mm Federweg. Wirklich ein richtiges Premium-Teil. Und das sieht man hier auch schon beim Lockout beispielsweise und man fühlt es an der Haptik. Die Scheibenbremsen von Shimano, die M315 in hydraulischer Ausführung. Wirklich auch hier richtig klasse. Dann die Reifen Maxxis 27,5 Zoll von der Bereifung her. Ja, so eine Mischung. Damit könnt ihr auch auf der Straße vernünftig fahren. Der gesamte Rahmen aus Aluminium. Dann hier das Mittelrohr. Hier drin ist der Akku und hier habt ihr schön geschützt einen Zugang zum Laden zum Beispiel eures Smartphones, USB-A und zum Laden des internen Akkus. Den könnt ihr auch rausnehmen. Dann machen wir hier weiter. Pedale haben wir schon gesagt, hier von Velgo, eben kein Kunststoff. Auch hier die Tretgarnitur, hier auf der Seite, auch wirklich richtig gute Qualität. Dann hier nicht nur vorne Federung, 100 mm Federweg, sondern hier auch, also ein Fully mit 40 mm Federweg. Dann hinten eine SM11-Gangschaltung, auch absolutes Qualitätsprodukt. Und dann gucke ich jetzt mal, wie funktioniert denn das mit dem Akku? Ihr habt leider keinen Ständer, aber hier gibt es schon die Bohrungen für den Ständer. Also mal sehen, dass mir das jetzt nicht umfällt. Carsten, komm doch mal hier rum bitte. Auf die Seite. Ganz simpel. Einmal hier hoch.
abziehen. Auch hier, schaut mal hier. Die Verarbeitung, ich hab's. Wirklich top. Und dann wird das Ganze ganz simpel hier zusammengeklappt. Und dann könnt ihr es hier nach vorne stellen. Das steht dann auch einigermaßen. Akku raus. Hier einfach den Schlüssel nehmen. Das ist der Haustürschlüssel. Das ist der Fahrrad-Akkuschlüssel. Hier einmal rein. Und schon habt ihr hier den Akku. Hier auch nochmal ein- und ausschalten und eine USB-A-Buchse. Das Ganze kommt dann so wieder rein. Fühlt sich auch hier von der Führung sehr hochwertig an. Habe ich schon ganz anders gesehen. Arretiert wird das Ganze wieder, indem der Schlüssel rausgenommen wird. Das war's. Dann das Zusammenklappen. Geht auch simpel. Hier wieder mit Schmackes ran. Cockpit. Ihr habt hier kein Instrument, sondern hier eine Bedieneinheit. Raufdrücken. Ist das Ganze an. Hier die Fahrstufen. 1, 2, 3. Und das war's. Was ihr aber habt, ist eine App. Die zeige ich euch. Das ganze System ist von Mahle. My Smart Bike heißt die App für Android und iOS. Und dann ist es verbunden. Das seht ihr hier in der App. Und da habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also beispielsweise könnt ihr einen Herzfrequenzsensor verbinden und dann auf Pulsgeschwindigkeit fahren. Also bergauf, dass ihr eine bestimmte Pulsgeschwindigkeit bleibt und im bestimmten Bereich bleibt. Interner Akku 96%. Und dann habt ihr hier zum Beispiel auch Routen oder ihr könnt die Daten eures Bikes hier abrufen. Dann könnt ihr hier auf den Bereich E-Bike Optionen gehen und dann habt ihr sowas wie Motorkennfeld, letzte Verwendung, technischer Modus oder beispielsweise hier E-Bike-Informationen. Also was für ein Modelljahr, wann wurde das aktiviert, was für Joystick-Daten habt ihr zum Beispiel oder der Controller. Dann habt ihr sowas wie Motorkennfeld. Ihr könnt hier tatsächlich verschiedene Motorkennfelder eingeben. Was heißt das? Also wie reagiert der Motor und der Controller auf eure, ja, auf die Bewegung der Pedale zum Beispiel. Also ein Eco-Modus, Urban, Sport oder Custom, könnt euch richtig so eine Kurve hier einschalten. Also eine ganze Menge, was ihr hier mit der App machen könnt. Außerdem könnt ihr mit Strava, eine ganz bekannte App, euch verbinden und habt dann Navigation und alle Sportdaten hier drin. Also das macht richtig einen guten Eindruck. Ja, und dann nochmal etwas, Carsten, zeigt das mal hier einfach, was die Haptik angeht. Also man merkt halt einfach die Bremsen, die Schaltung, das ist alles, das ist kein Kunststoff, das ist super wertig verarbeitet. Auch hier hinten die Griffe, hier verschraubt mit Elementen hinten. Also das muss ich wirklich sagen, man merkt hier, dass das ein europäisches Qualitätsprodukt ist. Und ich mache einen Fahrtest, aber vorher, Carsten, willst du mal eine Runde drehen? Ja, klar. Dann gib mir mal einfach... Gib mir einfach die Kamera. Jim. Aber warte, du hast keinen Ton. Na, du fährst jetzt eine Runde, kommst gleich wieder und gibst mal so dein Feedback. Genau. Wir fahren jetzt auch nur hier quasi auf dem Privatgelände und Carsten fährt langsam, versprochen. Er soll ja nur ein Ersteindruck sein, weil, was fehlt? Die Klingel. Nein. Die Beleuchtung. Nein. Also ja. Der Helm. Na, fährst du im 11. Gang los? Schalt mal. Bisschen runter. Nee, komm. Muss noch mal auch mal ein bisschen schalten. Das ist ja viel zu wenig. Ja, weil du im hohen Gang bist. Es gibt eine Gangschaltung. Herzlich willkommen bei Fahrrad und Anfänger. Ich fahre das erste Mal Fahrrad. Aber schalten willst du nicht? Schalte doch schon. Aber die Schaltung ist so leichtgängig. Ehrlich? Ja. Okay, war ja jetzt nur wirklich eine kurze Runde, aber
Ersteindruck? Sehr gut. Macht wahnsinnig viel Spaß. Warum? Was? Ja. Die Schaltung ist sehr leichtgängig. Das Fahrgefühl an sich wirkt sehr stabil, trotz der Skepsis mit dem Zusammenklappen. Nice. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Die Qualität, die Verarbeitungsqualität hat mich überzeugt. Mal schauen, wie viel Spaß das Legend Etna macht. Also, erstens Schiebehilfe. Einmal hier auf den Pfeil nach unten drücken, draufbleiben und das war's. So, und jetzt schiebt das Teil gut für euch bergauf oder wenn ihr mal ein bisschen Gepäck dran habt, 5 Kilometer, 5 km/h, dann ist das Legend begrenzt. Aber Schiebehilfe wollen wir ja nicht, wir wollen fahren. Los geht's. Das Ganze jetzt erstmal ohne Motorunterstützung, einfach im ganz normalen Modus. Und ja, mit seinen 21,5 Kilogramm macht sich das gut. Ist also nicht irgendwie so, dass man wie bei anderen Bikes, ein Fatbike zum Beispiel mit 36 Kilo, da habt ihr ohne Motorunterstützung Probleme. Hier fährt sich echt angenehm. So, aber das ist ein E-Bike. Insofern wollen wir natürlich Motorunterstützung, erste Stufe. Oh ja, und da merke ich schon gleich was. Klasse. GPS zeigt mir 20 km/h an. Das ist halt so eine Sache. Ihr seid hier, was das Cockpit angeht, wirklich ganz spartanisch ausgestattet. Das heißt, ihr habt kein LCD oder LED-Display, das euch die Geschwindigkeit anzeigt. Was ihr machen könnt, ganz klar, die App, die Male-App, ans Telefon ran, Telefon vorne rauf, dann habt ihr all die Daten auch. So, gehen wir mal in höheren Gang und nächste Fahrstufe und noch eine. Jetzt haben wir die höchste Fahrstufe und da kommt einiges. 26 km/h, super. Uiuiui. Jetzt mal das Ganze von null runter. So, in der höchsten Stufe. Auf geht's. Oh ja. 7, 12, 16, 20, 24, 26,1. Das geht schnell und ist auch gut programmiert. Also das Ansprechverhalten ist super und das, obwohl ihr hier keinen Drehmomentsensor, sondern Pedalsensor habt, absolut gut. Die Schaltung schalten wir einmal komplett runter. So, erster Gang. Die hört man kaum. Also die SRAM, tolles Unternehmen übrigens, schaltet butterweich, butterweich. Hoch und runter. Allgemeiner Fahrkomfort. Man sitzt natürlich sportlich, gar keine Frage. Lenkerbreite ist ideal für mich. Und auch so von der Ergonomie passt das. Trotz des eher sportlichen Daherkommens sehr gut. Hier auf der Straße merkt man auch schon, das Fully. Ja, hier sind nur ein paar Bodenwellen. Darum geht es jetzt gleich mal in den Wald. Das interessiert mich natürlich. Aber selbst hier, die Bodenwellen werden sowohl vorne als auch hinten gut abgefedert. Allgemeines Gefühl, das habt ihr ja, wenn ihr das erste Mal auf dem Fahrrad steigt. Wie fühlt man sich? Was hört man? Gar nichts. Also ich fühle was und zwar eine hohe Verarbeitungsqualität, denn hier klappert nichts, hier vibriert nichts. Das fühlt sich einfach grundsolide an. So, jetzt mal bergab brezeln mit Vollgas. Ja, da kommt man ordentlich auf Speed und die 11 Gänge helfen da auch.
21,5 Kilogramm das Gewicht des Legend Edna. 250 Watt leistet der Motor hier hinten auf der Radnabe. Mehr ist ja in Deutschland auch nicht erlaubt und das maximale Drehmoment liegt bei 40 Newtonmetern. An Bord ist ein 36 Volt System. Die Akkukapazität liegt bei 10,4 Amperestunden oder 14 Amperestunden, je nachdem, was ihr für eine Version auswählt. Wir haben hier die 14 Amperestunden und das bedeutet in Wattstunden umgerechnet, also 36 mal 14, 504 Wattstunden. Und prima, der Hersteller setzt auf Markenzellen und zwar von Sanyo oder Panasonic. Mit dem Ladegerät 2 Ampere Ladeleistung ist das Legend Edna wieder in rund 6 Stunden von 0 auf 100 aufgeladen. Die Reichweite gibt Legend zwischen 80 und 100 Kilometern an und ihr wisst es, das sind Laborwerte, gute Temperaturen, ein bestimmtes Fahrergewicht, keine Steigung und so weiter und so fort. Das müsste in einem Reichweitencheck erstmal nachgewiesen werden. Schauen wir mal. So, und dann noch ein Wort zum Wasserschutz. IP67 ist das magische Zauberwort, das heißt absolut staubdicht und ordentlich wassergeschützt. Und last but not least, das Gesamtgewicht gibt Legend mit 120 Kilogramm an. Hier ist es eher zu Hause, das Legend Edna. Im Wald, ja, vielleicht sogar auf dem Trail, zumindest auf dem kleinen Trail. Und das ist ein Klapprad, kaum zu glauben. Also Freunde, wie das hier federt. Vorne die Rockshocks mit den 100 mm. Hinten mit 40 mm, das ist wirklich eine Sensation. Klasse. So, jetzt geht's bergauf. Ja, macht mir gar nichts. Macht mir gar nichts aus. Einfach rauf und die 40 Newtonmeter maximales Drehmoment brezeln euch durch die Gegend. Yippie. Super. Mega. Ach, hier Bodenwellen, ja Bodenwellen ist gut gesagt, Wurzeln hoch und runter. Das ist genau das Gebiet, wo sich dieses Pedelec wohlfühlt, richtig schön durch den Wald brezeln. Und da hat die Federung vorn und hinten auch ordentlich zu tun, keine Frage. Wow, ist das super. Macht das einen Spaß, Freunde. Schlaglöcher, tja, machen mir nichts aus, Freunde. Nichts macht mir hier. Die Wurzel der Ast einfach rüber. Klasse. Wow. Oh, und trotz E-Bike. Ich komme außer Atem. Liegt nicht am E-Bike, liegt an mir. Ich muss mehr Sport machen. Oh. Das ist sowas, da freut man sich über jede Wurzel. Hui! Ein Klapprad ist ein Klapprad und ein Mountainbike, dann dazu auch noch ein Fully, ist ein Mountainbike. Das habe ich bisher gedacht. Tja, stimmt nicht. Das Legend Edna ist beides und kann beides sehr gut. Klapprad, tolle Verarbeitung, hier der Mechanismus. Und man könnte ja denken, und das ist so meine Überraschung gewesen, ein Klapprad ist halt nicht ganz solide und eher ein bisschen wackelig. Nein, hier merkt man gar nichts davon, wenn man fährt über Wurzeln und durch Schlaglöcher, dass das hier einen Klappmechanismus hat. Was gefällt mir an dem Legend Edna? Naja, dass es wirklich eine Top-Qualität hat. Tolle, tolle, tolle Komponenten verbaut. Eine S-Ram-Schaltung, dann hier die Scheibenbremsen, hydraulisch, Rockshox-Gabel und so weiter und so fort. Also das ist wirklich klasse. Naja, hergestellt, entwickelt, alles in Europa, Service in Deutschland. Was gefällt mir noch? Ja, das Fahrverhalten. Das Ding macht einfach riesen Spaß. Der Motor mit seinen 40 Newtonmeter hat einen ordentlichen Anzug. Der Regler selber ist gut gesteuert, hier über die Tasten leicht bedienbar. Aber da sind wir schon bei den Tasten leicht bedienbar. Ein Display hätte ich mir schon gewünscht, dass man hin und wieder mal sieht, wie viel Kilometer ist man gefahren, vielleicht mit welcher Leistung und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, könnte man sagen, als störend
ihr müsst halt noch ein bisschen was dazu kaufen. Wenn ihr wollt, Schutzbleche vorn und hinten. Eine Klingel, wenn ihr im Straßenverkehr fahren wollt, auf jeden Fall. Und eine Beleuchtungsanlage, hinten Rücklicht, vorne Licht. Das müsst ihr noch mal ausgeben. Aber ansonsten, wow, ich fahre jetzt noch eine Runde. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, Tech for Fun.